Hey Leute, ich begrüße euch wieder zu New Super Mario Bros. U. Ne? U. Ja, stopp. So war's komplett richtig. So, und wir starten natürlich wieder unser Abenteuer. Wir hatten ja einen Zwischenspeicher gesetzt. In Welt 2, oder? Ja, hier in Welt 2. Und ey, da wartet doch so ein kleiner Typ auf uns. Komm, dann nehmen wir mal hier den letzten Pilz, den wir haben. Und ja, dann gehen wir den mal jagen. Habe ich denn sonst so eigentlich alle Münzen so eingesammelt? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Müsste ich mal nachgucken jetzt gleich. Ah, klasse, das war ein schlechter Sprung. Und wow, da leckt es gerade ein bisschen. So, das war ein guter Sprung und ich wollte. Ach nein. Da macht er dann Wand-zu-Wand-Sprung. Ah, er ist so nett und wartet auf uns. Komm, noch ein kleines Stückchen. Verdammt. Komm. Ah, wir haben ihn. Perfekt. So, da kriegen wir nur einen Pilz für, den wir gerade verloren haben. Nee, wir kriegen einen P. Okay. Das ist um einiges besser. So, Menü. Sternenmünzen. Haben wir alles? Gut. Inventar. So, versuchen wir es erstmal ohne. Mortens. Festung. Ach, stimmt, hier waren wir doch mal. Kann ich mich daran erinnern? Wir bräuchten ein Mini. Zu langsam, verdammt. So, ich überlege gerade, wo ich den Mini-Pilz bekommen habe. Ich glaube hier oben. Gut, Leute, ich hole ganz schnell den Mini-Pilz. Bis gleich. Gut, jetzt habe ich den Mini-Pilz bekommen. War kein Problem, nicht jetzt. Und damit könnten wir rein theoretisch da jetzt lang. Was da ist, werden wir in wenigen Sekunden erfahren. Ne, keine Ahnung, ich habe echt keinen Plan, was da jetzt ist. Mal gucken. Interessiert mich ja persönlich auch sehr. Verstehe, eine erste Sternenmünze. Im Ernst, einfach nur ein paar ganz stinknormale Münzen. Kann doch nicht sein, oder? Gucken. Ne, da ist echt nichts. Und hier? Auch nicht. Das ist echt. Okay. Da verspringt uns die Röhre irgendwo. Nein. Okay, eigentlich hat uns das alles gar nichts gebracht. Okay, das Einzige, was es gebracht hat, ist, dass wir jetzt einen Mini-Pilz besitzen. Und damit können wir mal gucken, was wir damit so anrichten können. Natürlich macht es das Sprengen leichter und. Wow. Und komm. Okay, als Mini-Mario, lieber Bowser, diese Festung hat es echt in sich. Cool. Okay, als Mini-Mario konnte ich gerade nicht über diese Blöcke laufen. Also über diesen Abspann. Ich verstehe nicht warum, weil normalerweise geht das ja immer. Also man muss ja nur, oder ich hatte zu wenig Geschwindigkeit, da kann es auch gelegen haben, aber naja. Einfach weitermachen. So. Und so, genau so habe ich mir das gerade eben auch vorgestellt, aber irgendwie hat das Spiel sich so gesagt, nee. Freundchen hier. Heute nicht. Wow. Immer dieser Wand-zu-Wand-Sprung, ey, der mich echt. Der mich fast getötet hat und danach getötet hat. Okay, Welt 2. Borg. Wir werden keine Freunde. Ah, meine Güte. Ist auch doch so unnötig, ey. Es war klar, dass ich getroffen werde. Und ey. Meine Sprünge sind echt scheiße im Moment.
Ich erwarte irgendwie immer ein paar kleine Millimeter mehr von Mario, als er schafft. Jetzt habe ich zum zweiten Mal diesen dämlichen Block da. Aber beim ersten Mal lag es daran, dass ich einfach diese Drecksmünze gesucht habe und jetzt hier liegt es daran, dass ich einfach die ganze Zeit verkacke. Da habt ihr schon alles Spaß dran, ey. Einfach mal zugucken. Nein. Boah. Und nein, 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 das war nicht so klar. Yeah. Lieber. Ja. Okay, Leute, okay. Ganz ruhig, jetzt ein bisschen Konzentration. Ein bisschen. Weil langsam ist es ja nicht mehr lustig. Und vielleicht ein bisschen Geduld. Also ich versuche die ganze Zeit immer schnell durchzukommen. Weil ich selbst auch gerne viel mehr vom Spiel sehen will noch. So, jetzt haben wir. Ja, ich nehme mir jetzt diese Zeit. Ich habe genug Zeit. So. Besiegen wir den, lassen wir das einmal zurückgehen. Warten, bis es wieder da ist. Und jetzt laufen wir los und das ist echt knapp. So, den können wir auch besiegen. Und jetzt hier, ich stelle mich hier drauf und dann da. Um da hochzukommen. Ah, da oben ist die Eingang. Und das will so Eingang als Mini-Mario. Yeah, Münze 2. Aber da als Mini-Mario komme ich schon hin und das ist wieder total unnütz. Also lassen wir es direkt. So, und hier war ich safe. Ja. Und hier war ich auch überall safe. Ja, warum dieses Risiko wieder eingegangen? Ich weiß es nicht. Einfach weil cool und so. So, warten, warten, warten und drauf da. Och nein, ey, das ist echt ätzend gerade hier. Okay, ich überlege, liebe Bowser, was ist ein doofes Level? Aber ich überlege gerade, wie ich diese Münze da kriege. Immerhin haben wir jetzt den Anfang fertig und. Ey, verdammt, ey, dieser Part dauert so lange schon. Und wofür? Nur für diese dämliche Burg hier, Aber stimmt das gut? Wenigstens ein bisschen anspruchsvoll, die Level, Okay, jetzt weiß ich, wie ich es mache. Ich stelle mich jetzt hier rein. Und dann, wenn das runter geht, ne, jetzt geht das da runter. Und jetzt gehe ich hier runter, jetzt gehe ich hier drauf und jetzt gehe ich da hoch und dann BÄM! Sauber. Und genauso war das natürlich auch gedacht. Ich hätte vorher nur ein bisschen aufpassen müssen. Ach ja. Okay, doch, komm, ich versuch's. Sauber. Eisblume. Hier. Yeah. Jetzt gibt's rote und grüne Münzen. Ja. Und darüber, ja, das ist ja so klar gewesen. Dass sie genau dann hochkommen, wenn ich da vorbeilaufe. Hey, wie komme ich denn da? Okay. Nein, 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 nein. Okay, Glück gehabt. Die ziehen sich jetzt schnell auseinander. Zusammen und boah, das ist ätzend. Dieser Sprung ist ätzend. Ich war doch da in diesem Ding drin oder nicht? Aber ich habe gedacht, die ziehen sich gleich wieder zusammen. Meine Güte, Leute, Leute, Leute. Ja, einfach habe ich auch gedacht, ey, so viel Leben. Jetzt habe ich nur noch die Hälfte bestimmt. Jetzt soll ich diese Drecksmünze auch nochmal einsammeln. Ey, wieso macht ihr immer diesen Wand-zu-Wand-Sprung? Irgendwann bringt mich der Wand-zu-Wand-Sprung noch um. So, das war richtig gut, das war richtig gut. Oder was sagt ihr dazu? War richtig gut, oder? So, darauf habe ich keinen Bock. Jetzt gehen wir weiter und hier warten wir.
Ey, ein Stückchen schneller, ein Stückchen. Und wir hätten es geschafft. Gut. Komm, 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 komm her. So, sauber. Das haben wir geschafft. Jetzt müssen wir dann nur noch hoch. So, jetzt kommst du da nur hoch und dann... Nein, nein, ich warte, ich warte, ich warte, ich warte, ich warte und jetzt... Da hoch und dann hier noch hoch und ich glaube von hier aus... Ja, sauber. Und das ist bestimmt die letzte Münze, oder? Ja, wenn ich mich verarschen, hätte ich irgendwie alles überspringen können. Ach, ich habe alle drei Münzen. Ach, damit, also irgendwie hätte ich ja hochkommen können und dann hätte ich hier das alles mir ersparen können. Also alle, die es jetzt sehen. Im Zweispielermodus kommt man da auch ganz einfach hoch. Da, also, ach, im Zweispielermodus, ich meine natürlich im... Okay, egal. Wir haben die Zeit, wir haben Zeit, wir haben ganz viel Zeit, so. Danke. Und hier ist nichts mehr und endlich, boah. Kann man sich auf was freuen. Da kann man sich auf was freuen, was da noch alles kommt, vermutlich. Und das ist bam, die zweite Burg. Und ab in die Kanonenröhre und boom. Ja, was haben wir denn jetzt geschafft? Wir haben den Hammer. Was geht mit denen ab? Wo? Okay, 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 okay. Oh, ah. Der ging hoch, der geht flach und jetzt zack. Ey, das finde ich richtig gut, ja, dass die Gegner endlich mal ein bisschen was anderes noch können. Ziemlich cool. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwie hätte schneller machen können. Oh. Wow. Nein, der schießt hoch und jetzt schießt er beide flach, ne? Und jetzt zack. Ah, finde ich cool, coole Idee. Das finde ich echt gut. Gefällt mir. Gefällt mir. Also ich weiß nicht, der hätte ich glaube schon irgendwie reagieren können, aber. Und zusammen. Schnell genug. Unten und weiter oben und boom. Okay, wir wurden einmal getroffen. Ganz okay. Ganz okay, oder? Was sagt ihr dazu? Ganz okay. Ganz okay. Zweite Welt geschafft. Danke, danke. Da, 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 da. Einfach prügeln wir erstmal wieder das Schiff. Bo, 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 bo. Und Feuerball hinterher. Und dann explodiert. Ich sehe da vorne eine Schneeflocke. Ich glaube, da kommt was Frostiges auf uns zu. Speichern, ja bitte. Speichern beenden, okay. Kartenansicht. Wir gucken mal. Ah, da hinten ist wieder so ein Pilz. Den holen wir uns aber. Weil es echt nicht verkehrt zu haben. Danke. Wie viel haben wir denn jetzt davon? Okay, wir haben noch vier Plätze frei. Finde ich gut. Jetzt können wir mal weiter. Und ich glaube, wie ich das richtig gesehen habe, haben wir die Möglichkeit, in zwei Richtungen zu gehen, oder? Ja. Das Eiswürfelfalle Minzmeer. Hm. Wir gehen ins Minzmeer. Sieht cool aus, okay. Oh, ein Buhu. Das ist für ein Yoshi. Ey, voll cool. Aber ich will euch jetzt ja nicht vorenthalten. Jetzt gehen wir nochmal nach oben. Ein blauer Yoshi. Hm. Oben oder unten lang? Das hier oben sieht echt cool aus. Und da ist ein Geisterschloss. Hm. Kartenansicht. Ja. Von hier aus kommen wir dann da in den Wald. Von da aus kommen wir auch in den Wald. Wasser oder Eis? Wasser oder Eis? Hm. Was gab es zuerst? Wasser oder Eis? Natürlich
Wasser, oder? Keine Ahnung. Aber egal, da wir jetzt schon mal hier oben sind, gehen wir noch nicht los. Ne, 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 ne. Wir stellen uns nochmal hier in die Mitte. Und im nächsten Part werde ich mich entscheiden. Lesen. Ah. Achso, und im nächsten Part werde ich mich entscheiden, welche dieser beiden Welten wir in Angriff nehmen. Also bis zum nächsten Mal und ciao.